Der Mörder von George Floyd wird original sein Urteil aufheben lassen. Nach dem brutalen Mord an George Floyd im Sommer 2020 wurde der Cop ein Jahr später für 22 Jahre Haft verurteilt. Guck mal, dieses Urteil gilt eigentlich als historisch in den USA, weil vorher kamen die Cops wegen rassistischer Polizeigewalt meistens damit davon. Einfach nur, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, warum es historisch ist. Seit 1980 gab es in den USA mehr als 17.000 von der Polizei verursachte Todesfälle, die falsch aufgeklärt wurden. Original, der Mörder sagt jetzt, sein Gerichtsprozess sei unfair gewesen, weil so viele Medien darüber berichtet haben und so viele Leute protestiert haben und deswegen das Gericht unfair gewesen sei und Vorurteile gehabt haben soll. Ich bin so, Bruder, du hast jemanden umgebracht? Wenn du willst, sei leise. Du musst nicht reden. Zum Glück sagt dieser ehemalige amtierende US-Generalstaatsanwalt Neil Katyal, dass es alles Bullshit sei, weil der Gerichtsprozess einer der transparentesten und gründlichsten in der Geschichte der USA gewesen sei. Ob der Prozess wirklich neu aufgerollt wird, entscheidet das Gericht erst im April 2023. Auch in Deutschland sind mindestens 223 Menschen durch rassistische Polizeigewalt ermordet worden. Guck dir unsere Talkshow dazu an.